Ein Roboterhund, der Yoga tanzt. Ein Profi-Visagisten-Set für richtiges Hollywood-Flair und viele andere Kuriositäten. Nie wurde mehr für Spielzeug ausgegeben als Weihnachten 2021. Warum man den Wunsch erfüllt, ist ja klar, weil man am Ende nicht Nein sagen kann. Aber ich meine, die Kinder sehen das, ja. Es ist ja auch überall in der Werbung zu sehen, besonders vor Weihnachten. Und so türmen sich in den Kinderzimmern Berge an Plastikschrott, die langsam verstauben und kein Ende in Sicht. Das ist die Zunahme von finanzkräftigen Verwandten, die sich gegenseitig an Weihnachtsfesten versuchen zu übertreffen. Kaufen fürs Kind. Max zeigt, warum das Geschäft Spielzeug so gut funktioniert und kürt das Schrottgeschenk 2021. Weihnachten bei Wieder und Liv aus Schöneck. Ihnen hat das Christkind ihren größten Wunsch erfüllt. Ein Style-Set für Haare und Nägel für 60 Euro. Und am Weihnachtsbaum war die Freude riesig, wie Videos und Fotos von Mutter Daniela zeigen. Als ich ausprobiert habe, war ich sehr aufgeregt, weil da sind ja überall Bilder drauf und dann denkt man, oh, wie cool ist das. Leider sieht die Realität anders aus. Wieder hat viel versucht und für uns mit Videos dokumentiert, der versprochene Hollywood-Glamour blieb aus. Sowohl bei den Nägeln als auch bei den Haaren. Und so bleibt für Daniela Orben wie alle Jahre wieder die ernüchternde Erkenntnis. Naja, also es ist wie so oft eher umsonst gekauft. Und ja, die Begeisterung der Kinder hält sich auch in Grenzen. Ist natürlich beim ersten Mal ausprobiert worden. Hat nicht so gut geklappt und seitdem steht's da eigentlich zur Verfügung. Ganz ähnlich ist das bei der 6-jährigen Marie aus Niederdorf-Felden. Ihr größter Weihnachtswunsch, dieser Roboterhund für 50 Euro. Weil wir auch bei ihr Corona-bedingt nicht zu Hause drehen dürfen, bekommen wir ein Video. Und siehe da, auf Knopfdruck macht der Hund Yoga und bellt Lieder. Toll. Doch kurz nach Weihnachten stand auch der in der Ecke. Und noch mehr Familien haben uns ihre größten Fehlkäufe gezeigt. Darunter auch diese Feuerwehrmann-Sam-Station für 80 Euro. Natürlich gehe ich davon aus, dass wenn ich sowas kaufe, ja, sag mal so, China-Plastik, ist ja davon auszugehen, dass es Schrott ist. Aber ich kann ja nicht einen ganzen Weihnachtsbaum bestücken mit irgendwelchen Büchern und sonstigen sinnvollen Geschichten. Da muss halt mal sowas dabei sein. Und so denken viele Eltern. Zur Freude der 630 Spielzeughersteller in Deutschland, die vor allem in Fernost produzieren lassen. Im vergangenen Jahr kam so ein Rekordumsatz von 3,8 Milliarden Euro zusammen. Und das, obwohl die Zahl der Geburten in Deutschland eher sinkt. Doch am Kind wird nicht gespart, erzählt uns Spielzeugforscher und Erziehungswissenschaftler André Zimpel. Dadurch entsteht so eine Art gegenseitiges Übertreffen im Schenken. Das heißt also, wer hat löst das tollste Kinderlachen aus, wer erzeugt die leuchtendsten Augen bei den Kindern. Und dieser Wettbewerb ist verständlich, aber nicht immer konstruktiv. Das Ergebnis: Mehr als 200 Spielzeuge besitzt ein Kind durchschnittlich in Deutschland. Und es wird immer mehr. Eltern können sich gegen solche Plastikberge nur schwer wehren. Und dann kommt als nächstes noch der soziale Druck dazu, dass Kinder dann untereinander sich vergleichen und dass die Werbung auch das Bedürfnis nach Spielzeugen unglaublich anheizt. Wenn einmal solche Züge losgefahren sind, bekommt man sie nicht mehr gebremst. Und genauso ist das eben auch mit Trendspielzeugen. YouTube, TikTok und Instagram heizen diese Bedürfnisse zusätzlich an. 54% der Kinder finden ihre Weihnachtswünsche auf YouTube, 51% im Fernsehen und 17% in Spielzeugprospekten. Eine, die sich richtig gut auskennt, ist Influencerin Patty Lee. Sie stellt wöchentlich auf YouTube, Instagram und TikTok Trendspielzeuge vor und hat sogar ein Buch darüber geschrieben. Ihr haben wir unsere vermeintlich tollsten Geschenke mitgebracht und wollen wissen, was die von uns eingekauften Geschenke so können. Alles wirklich Schrott? Zuerst testet sie den Roboterhund für 50 Euro. Hä? Der macht überhaupt nicht das, was er machen soll? Oh, okay, jetzt soll der Yoga machen. Oh Gott. Aber die Frage ist,
warum macht er Yoga? Man macht es ein paar Mal und dann hat sich's ein bisschen ausgespielt. Anschließend checkt sie für uns das Nagelset und stößt auch hier ziemlich schnell an Grenzen. Einmal draufhauen. Nee, das hängt einfach fest. Das geht nicht ab. Das hier ist schon der größte Mist, den man da haben kann. Zuletzt die Feuerwehrmann-Sam-Station für rund 80 Euro. Ah, das kann man nach oben machen. Und dann hat man eine Plattform, die nicht wieder runtergeht, weil sie einfach hängt. Was soll ich damit, wenn das nicht funktioniert? Das hier vorne bricht andauernd ab. Ich als Kind, ich will das jetzt drehen, ich kann es nicht drehen. Hier vorne, hier hängt die komplette Scheibe, also es ist einfach nicht bespielbar. Und damit geht laut Patty der erste Platz für den größten Plastikschrott an die Feuerwehrmann-Sam-Station. Fazit: Auch wenn wir uns jedes Jahr vornehmen, nur noch nachhaltig, sinn- und maßvoll zu schenken, an solchen Dingen werden viele Eltern wohl nie ganz vorbeikommen. Geschickte Werbung und finanzkräftige Verwandte tun ihr Übriges dazu.